Servus Leute, hallo, ich bin SmartCXD, ganz genau, und heute gibt's ein Live-Duel-Commentary 1 gegen 1 mit der Sniper. Und das klingt ja schon eigentlich ganz interessant, und ich bin ja auch nicht alleine. Ich habe den Manu bei mir, und den Manu, den müssten eigentlich schon einige Leute kennen. Sag mal hallo. Hallo, ich bin der Manu und ich habe mit dem Mr. Semtex bereits ein Duel gemacht. Genau, von diesem Duel kennt man dich, und ja, heute habe ich dich als Gast bei mir. Genau. Ach und Manu, wie geht's dir? Gut, und dir? Mir geht es auch gut. Kommst du aus der Schweiz? Wie ist denn das Wetter gerade bei dir? Ist es auch so heiß wie hier in Deutschland momentan? Ja, bei uns ist es auch sehr, sehr heiß. Okay. Und ja, heute machen wir ein Live-Duel-Commentary, wie gesagt. Wir spielen mit der Sniper. Manu, was hast du denn für ein Scharfschützengewehr bei dir? Also, ich habe die MSR mit dem ACOG Zielfernrohr und der G18 Rotpunktvisier. Aber die benutze ich sehr selten. Ja, aber die darfst du jetzt hier benutzen, weil ich weiß nicht, sniperst du oft oder eher seltener? Nee, ich snipere eigentlich gar nicht. Okay, dann darfst du eigentlich alle Waffen benutzen, weil ich bin jetzt zwar auch nicht der Beste, aber ich denke mal, das ist ein bisschen fairer. Du bist ja auch noch ein jüngerer Spieler. Wie alt bist du denn, Manu? Ich bin jetzt 10 Jahre. Okay, auf jeden Fall. Ich denke mal, wenn man früh anfängt, kann man sich auf jeden Fall ziemlich gut weiterentwickeln. Jetzt hast du mich eben hier mit dieser Claymore getroffen. Ja. Quickscopest du denn ab und zu mal? Weißt du, wie das Ganze hier funktioniert? Ja, ich glaube, das Quickscope ist doch dort, wo man das Zielfernrohr eigentlich nicht sieht. Den Punkt in der Mitte, oder? Mhm. Ja. Nee, das mache ich fast nie. Und Quickscopen geht ja immer bis 30, also du weißt schon, dass man dann beim letzten immer ein 360, also du weißt, dass 360 ist, ne? Ja. Man muss vom Haus runterspringen und sich drehen. Ja, oder sich einfach nur drehen. Okay. Ja. Dann spielen wir mal, sonst reden wir hier die ganze Zeit und keiner von uns kann sich konzentrieren. Doch, ich kann mich konzentrieren, aber du vielleicht nicht. Oder soll ich dich etwa ablenken? Soll ich dir ein paar Geschichten erzählen? Nee, ist schon gut. Geht auch ohne, glaube ich. Okay. Und ansonsten, über was kann man denn reden? Du hast ja momentan bisher nur MW3 als Call of Duty-Spiel, ne? Ja. Und bald kommt ja Black Ops 2 draußen. Freust du dich eigentlich schon? Ja, ich freue mich schon sehr drauf. Und du Schwein läufst einfach durch meine Claymore und stirbst nicht. Tja. Und Black Ops 2, also du weißt vielleicht wahrscheinlich, was ein Trailer ist. Hast du schon da ein paar Filme oder Gameplay-Ausschnitte gesehen, wie die Leute da spielen? Ja! Ja, ich finde es persönlich nicht schlecht. Also ich denke, ich werde es mir ganz bestimmt holen. Und dann auch vielleicht wieder, wenn du das willst, mit dir ein Commentary machen, wenn du es dir auch kaufst. Na, auf jeden Fall können wir. Also, ich denke mal, das wird jetzt nicht unser einziges Video bleiben. Wir können öfter mal natürlich was machen. Macht ja auch Spaß, ja, oder? Na klar, macht's mit dir vor allem. Macht es mega Spaß, weil du bist lustig. Okay, danke, du schmeichelst mir. Ja. Das ist nett. Du bist auch interessant, bereitest mir gute Laune und bist sehr nett vor allem. Danke. Nichts zu danken. So, ach, da bist du, Manu. Was hast du denn für eine Waffe? Die G18, ne? Ja, ich habe überlegt, soll ich jetzt die G18 Akimbo nehmen, aber dann dachte ich mir, die ist viel zu noobig und da nehme ich jetzt einfach mal die G18 mit dem Rotpunktvisier drauf und kassiere Vorräte. Okay, wenn du Abschlussserien bekommst, kannst du eigentlich auch einsetzen, also das ist jetzt nicht schlimm. Okay. So, wo bist denn du? Da bist du. Nein, ich komm nicht durch die Scheißtür. Oje. Ah, okay. Oh, was kommt denn da? Eine Predator. Na, triffst du mich? Wein mit deinem scheißblinden Überwacher. Ja, ach, hey, ich hab gar nicht blinde Überwacher. Nicht? Nee. Dann bist du halt sonst ein Affe. Ja, wie sagt man, wenn man einen mit dem Wurfmesser trifft? Okay. Jetzt ist jemand nachgejoint, ist mal wieder klar, dass ich nicht nachjoine auf. Es kommt aus deiner Liste? Ja, es tut mir leid, ich weiß nicht, warum der mir nachgejoint ist. Ja, ist nicht schlimm, passt schon.
Auf jeden Fall, der wird sicher nicht wissen, dass der jetzt. Ah, jetzt schaut eh nur zu, also ist es okay. So, Manu. Oh, hast mich getötet, nice. Eiskill, ne? Und meine Vorräte fliegen wieder irgendwo hin. Und ansonsten, was spielst du gerade so? Spielst du noch viel MW3 oder macht sie eher weniger Spaß oder macht sie Spaß? Nee, eher weniger Spaß, weil es in der letzten Zeit recht rumleckt. Also das nur bei mir, ne? Nicht, dass ihr jetzt denkt, ihr könnt auch nicht mehr spielen, weil es bei euch auch leckt. Es ist nur bei mir, weil meine CD irgendwie kaputt ist. Ah, da hast du Okay. mich schön verarscht. Mit der Claymore. Sehr Ja, schön gemacht. da. Danke. Können ja noch später normal spielen, aber jetzt erstmal lang quickscopen. So, ich habe hier schon meine Todesserie, das ist ja gar nicht gut. Ja. Ah, Jo, Nice ist immer ein bisschen kill. anstrengend, nicht, dass ich noch verliere. Das wär's noch. So. Jetzt Ja, kommt komm, mal. Manu, kill mich. Ja, ist schon gut, ne? Ich kill dich schon, keine Angst. Der zieht mich jetzt noch. Oh Ja. je. Du weißt Ja, schon, dass sehr das gut. Radar an ist, ne? Also, ich sehe mal, wo du bist. Weiß, ich sehe auch, wo du bist. Nice. Sehr schön. 15 zu 13. Okay. Und dann ansonsten, Manu, was denkst du eigentlich jetzt so von der Karte Dome? Weil Dome, wir snipen hier ja eigentlich die ganze Zeit. Ist Dome, magst du Dome die Karte? Weil bei mir ist es so, ich bin eigentlich jetzt nicht so der Fan von Dome, weil da wirklich sehr viele Leute immer campen und auch ja, sich verstecken oder blöde Waffen mitnehmen. Ja, also Dom, ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht. Ich sage jetzt einfach Dom. Ich finde es nicht die beste Map, aber auch nicht die schlechteste. Die schlechteste finde ich immer noch Baccarat. Und die beste finde ich eigentlich, eigentlich finde ich gar keine Map gut, weil die sind so klein. Okay. Viel zu klein, finde ich. Was? Juhu. So. Du bist ja noch ein recht junger Spieler. Spielen deine Freunde auch Call of Duty oder Computerspiele? Nee, die spielen eigentlich. Oh, jetzt ist der noch drin. Geh mal raus, Sieger. Es ist ein Live-Commentary. Egal, ist nicht schlimm. Egal. Scheiß drauf, er ist raus. Okay, Anständiger Junge. gut. Und. Das, ja, meine Freunde spielen das nicht, weil die das noch nicht dürfen. Oh, Ja, du Alter. darfst es schon. Also, Ja. deine Eltern erlauben es dir. Ja. Okay. Und was gibt's noch so zu sagen? Hast Spielst du du denn noch jetzt? andere Sachen außer Call of Duty jetzt? Ja, so Du spielst ja Uncharted. nur auf der PlayStation, oder? Ja. Wenn du willst, kannst du dich ruhig aufregen. Na, du musst jetzt nicht. Einfach wieder scheiße. Oh je. Ah, jetzt hast du mich aber getroffen. Endlich. Endlich, endlich. Ich weiß nicht, sollen wir es vielleicht so machen, wenn Leute mit dir zocken wollen, soll ich in die Beschreibung vielleicht deine ID hinschreiben? Nee, lieber die Skype-ID. Also Skype-ID? die. Ja. Ja, das kann man vielleicht auch machen, aber ich denke mal, vielleicht für den Anfang erstmal die PSN-ID, oder? Ja, jetzt Oder falle ich ich ja kann ja auch wieder deinen. raus. Ich kann. Mach erst so, ich verlinke einfach mal deinen YouTube-Kanal, dann können sie dir Nachrichten schreiben, ja? Ja, und ich glaube, ich bin jetzt rausgefallen. Oh, stimmt. Das ist Okay. blöd. Ja. Nee, aber ich denke mal, ja, von der Dauer langt es jetzt eigentlich erstmal, Ja. also. Ja, sind zwar nicht zum 360 gekommen, aber nehmen wir das jetzt einfach mal so hin. Und ja, darum denke ich mal, ist das der erste Teil, der erste Part. Von daher verabschiede ich mich bis zum nächsten Part. Und ja, Manu, du kriegst das Schlusswort. Mir hat es sehr gefallen mit Marcy XD. Ich freue mich schon auf den nächsten Part. Ein Gruß aus der Schweiz und tschüss.